Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, nachdem ich die Zahlen untersucht habe zur Bundeswehr, zum Uniklinikum Würzburg, zur Uniklinik in Eppendorf in Hamburg, eine der großen Unikliniken, muss ich leider feststellen, dass eine Behauptung, es würde dadurch den Patienten weniger Risiko entgegengebracht, wenn nur noch Geimpfte an sie herankommen, das ist komplett falsch und sogar, es ist sogar das Gegenteil der Fall. Also wir stellen aufgrund der Daten und Zahlen fest, dass seit die dritte Impfung gegeben wird, wir tatsächlich eine erhöhte Inzidenz bei den Geimpften vorfinden, also bei starken Gruppen, die jetzt geschlossen sind, Uniklinikum Eppendorf 99% Impfquote, Bundeswehr bis zu 97, Uniklinikum Würzburg auch weit über die 90%. Und alle Gruppen, die weniger geimpft sind, sind tatsächlich weniger von Corona betroffen. Wir sehen das in den Intensivstationen. Wir haben nur noch 11,4%, da sind die Ungeimpfte. Und wir stellen fest, dass sogar vierfach Geimpfte tatsächlich auf den Intensivstationen liegen. Und jetzt kommt noch der schlimmste Teil. Wir haben jetzt schon das erste Bundesland, das ist leider, Herr Dorendorf, Ihr Bundesland, Niedersachsen, wo wir mehr 80-Jährige, die an und mit Corona gestorben sind, gegenüber 2021 und 2020.